Nein, das sage ich nicht, Niki. So, wir kommen zum nächsten Beitrag und da darf ich euch einen Weltpiraten vorstellen. Er kommt aus unserem geliebten Nachbarland Hessen. Er ist in Offenbach Gemeinderat. Er ist Mitinitiator gewesen eines Bürgerbegehrens, wenn ich das richtig weiß, gegen die Privatisierung des städtischen Klinikums dort. Und was ich ganz bemerkenswert finde, ist, er hat, damit seine Kinder zur Schule gehen, auch schlichtweg noch mitgeholfen, eine Schule zu gründen. Das schaffen nur Piraten. Herzlich willkommen, Gregory Engels. Wer hat es vergessen? Ja, die Schule haben auch andere mitgegründet, das ist immer so. Ne? Das war nicht nur ich. Vielen Dank, vielen Dank. Also vielen Dank für die Einladung. Ich muss das höher stellen. Danke. Ja, wie gesagt, also ich komme zwar aus Hessen und wir haben auch Karneval, aber am Aschermittwoch ist bei uns normalerweise alles vorbei. Ne? Und Leute arbeiten und politisch Aschermittwoch kennen wir höchstens aus Nachrichten. Und ich habe mich im Vorfeld, als ich hergekommen bin, eingeladen wurde, habe ich mich auf diesem Internet dann schlau gemacht, wie machen das so die anderen, und habe so viele lustige YouTube-Videos gesehen, dreschen die Politiker aufeinander los mit so Sprüchen wie, der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm, beim Dobrindt ist es andersrum. Das kann ich nicht. Das will ich auch nicht. Ich distanziere mich davon ganz deutlich, nachdem ich es gesagt habe. Stattdessen wollte ich lieber den Blick auf das Positive richten, ne, und euch berichten, was ich als Weltpirat so alles auf meinen Reisen und aus den Nachrichten so aufgeschnappt habe. Und wie gesagt, hier erstmal natürlich mit München anfangen und dann gehen wir dann weiter in die ganze Welt rum. München, also welche Nachrichten habe ich aus München gehört? Ne, so letzte Woche jetzt gerade, die Nalinger Sabine, die Münchner OB-Kandidatin von den Grünen, hat sich letzte Woche aus dem Fenster gelehnt und mal wieder gezeigt, dass die Grünen bei der modernen Technik immer weit vorne, vor allen anderen sind. Da hat sie nämlich gesagt, dass die Linux-Migration der Stadt München, der Stadtverwaltung, zu Lasten der städtischen Angestellten geht. Ganz verzweifelt sollen die armen Beamten im Rathaus sein, wegen der Umstellung. Jetzt müsst ihr natürlich wissen, dass die Grünen natürlich wie vor 11 Jahren noch auf Windows XP sind. Denn anders kann man das nicht erklären, diesen Wissensvorsprung. Die Nalinger hat noch nie Verzweiflung gesehen derjenigen, die auf Windows 8 umgestellt worden sind. Und warum sollte man überhaupt Augen dafür haben, dass mit freier Software in der Stadt alle Projektziele erreicht und teilweise übertroffen wurden? Und jetzt, am Freitag stand auch Nachrichten, es steht der nächste Umstieg auf Colab bei der E-Mail, also freies E-Mail-Programm. Ein begrüßenswertes Ziel, aber damit es nicht wieder 11 Jahre braucht, wird demnächst eine Piratenfraktion im Rathaus einziehen, um von Ihnen zu helfen. So, ja, ich habe eigentlich Applaus erwartet, aber gut, das kann man nicht zwingen, offensichtlich. Okay, ich bin nervös, ich mache das zum ersten Mal so, hier, Prost. Ah, das hilft. Also, Krankenhaus mit Krankenhäusern kennen wir ja aus. Wir haben bei uns einen verkauft für 1 Euro und haben dann noch 370 Millionen weniger in der Stadtkasse gehabt. Hier ist es ja anders. Ne? Hier habe ich gehört, die städtischen Kliniken haben ja ein Problem, wurde ja gerade gesagt. Malade sei der ganze Laden, dringend abnehmen müsse er. Es werde viel zu viel Geld ausgegeben, hat Boston Consulting Group gesagt. Und der Aufsichtsrat hat also beschlossen, am Freitag, es muss gespart werden. Es werden 2000 Mitarbeiter demnächst eingespart. Jede 4. Stelle werde gestrichen. Und diese Rosquote ist auch bitter notwendig. Das Geld wächst schließlich nicht auf den Bäumen und jeder Euro kann doch nur einmal ausgegeben werden. Und da muss es eben Prioritäten setzen. Denn ganz folgerichtig hat der Aufsichtsrat auch in der gleichen Sitzung beschlossen, dass es noch 2 zusätzliche Geschäftsführer geben muss. Sie lassen sich hier nicht mit Luft und Liebe bezahlen. Und Verantwortung soll auf mehrere Schulden verteilt werden, damit man eine
vermutlich eine Gesundheit mit beschränkter Haftung hat. Und dass die Kliniken nun zu diesen Abnehmkuren... Moment. Also, dass die Kliniken zu dieser Abnehmkur verdonnert wurden. Liegt übrigens daran, dass die Gesundheitsreform das Geld nur bei den Krankenhäusern stecken bleibt und nicht mehr bei den Krankenhäusern ankommt. Da ist nur noch das Geld für den Betrieb da, nicht für die Investitionen. Woher das Geld dafür kommen soll, bleibt das Geheimnis der Regierung. Die will schließlich auch nicht sagen lassen, die sich nicht lumpen lassen, hier nichts für den Datenschutz getan zu haben. Die Krankenhäuser können also dafür nun, die Krankenkassen können nun dafür die Beiträge senken. Und unsere Regierung ist mal wieder stolz, die Bürger entlastet zu haben. Ich vermute, der Hermann Gröhe kann auch stolz darauf sein, die Bürger Münchens demnächst von der Last befreit zu haben, 2000 Klinikmitarbeiter Gehälter zahlen zu müssen. Klaus, nein? Ich möchte jetzt nicht nur negativ über die Bayern reden, also das geht nicht. Ich möchte auch ein paar Lobes- und Trostworte verlieren. Prost. Das kommt noch, aber gut. Ah, muss mir einen teilen, die Rede ist noch lang. Also ich habe gehört, dass der arme Kreidel Jakob aus gesundheitlichen Gründen sein Landratsmandat nicht antreten kann, sollte er wiedergewählt werden. Gute Besserung. Und dabei haben alle, wirklich alle versucht, ihm das Leben so angenehm und leicht zu machen wie möglich. Seine Frau hat für ihn in den Bayerischen Landtag für nur 1500 Euro im Monat ausgeholfen. Die Kreissparkasse hat sich nicht lumpen lassen, für seine Geburtstagsfeier 100.000 Euro springen zu lassen. Und fast 50.000 Euro für seine Abschiedsfahrt als Landkreistagspräsident. Und dann hat diese schäbige Preisenpresse ihm keine Ruhe gelassen. Und jetzt hat er das mit seinem Gesundheitszustand zu bezahlen. Ne? Sogar seinen Doktortitel haben sie ihm abgenommen. Dabei hat er sich doch als Landrat geradezu vorbildlich verhalten. Alle anderen lokalen Fürsten in Bayern tun ja schließlich das Gleiche. Ich wünsche dem Kreidel Jakob jedenfalls eine gute Besserung und wette mit euch, dass er bei der Kommunalwahl trotzdem gewinnen wird, selbst wenn er nicht auf dem Wahlzettel stehen würde. Ich bin so froh, also wirklich so froh, dass ihr hier in Bayern mit der Demokratie so gut bestellt seid wie sonst auf der ganzen Welt nicht. In Bayern können sich die Politiker noch richtige Fails leisten. Und da kam es jetzt zum Beispiel raus, dass 79 Mitglieder des Landtages Verwandte beschäftigt haben und keiner musste gehen. Man hat natürlich Konsequenzen gezogen. Ja? Jetzt müssen alle Bewerber im Landtag einen bis in den vierten Grad reichenden Abstammungsnachweis einreichen. Aber die Wähler wählen immer noch streng nach dem Parteiprogramm der CSU, komme was wolle. Und an dieser Stelle möchte ich mit einem Missverständnis aufklären. Also als der Fidel Castro sich bei der CSU für die Geburtstagsgrüße bedankt hatte, das kann man verzeihen, in seinem Alter kann man eine Einheitspartei auch mal verwechseln. So, jetzt wollte ich eigentlich auf meine Reise zum Bund überleiten und habe hart versucht, mir jetzt mal einen Witz über die Mutti auszudenken. Aber da war leider nichts möglich. Sie hat einfach keinerlei Meinung, für die man sie kritisieren könnte. Versprochen hat sie auch niemandem was sie brechen konnte. Ja gut, das, ja, also dass es keine PKW-Maut geben wird. Ja, aber das hat uns ja der Pfarrer alle aufgeklärt, dass man das Zusammenhang zu verstehen hat. Also da muss man es lesen, so mit mir wird es keine PKW-Maut geben bis zur Wahl. Mindestens. Und da möchte ich Ihren Partner in der GroKo, also der größten anzunehmenden Koalition, den Seehofer-Horst loben. Der hat wenigstens eine Meinung, die er jeden Tag ändert. Aber das tut er ganz beratig, vollkommen transparent. Ne? Steht dazu. Überhaupt merkt man, dass die Piraten in Deutschland wirken. Heute haben wir so viel Transparenz in Deutschland wie noch nie. Ja,
erstaunt, aber ich sage mal ein Beispiel. Ja, die Behörden versuchen, eigentlich alle Informationen transparent an die Bürger heranzubringen. Leider haben sie keine, der einen Wiki aufsetzen kann. Und deswegen musste der Zirke-Jörg jetzt selber zum Telefon greifen und den Fritsche Klaus Dieter im Ministerium anrufen, damit dieser es dem Friedrich Hans-Peter weitersage. Und der Hans-Peter rief dann sofort den Gabriel Siege weiter, schließlich ist man ja für die Transparenz. Der Siege sagt es dann dem Steinmeier und dem Oppermann und er sagt es der Lambert Grissi. Die hat allerdings wieder gleich alles vergessen und konnte vor der Presse sich an nichts mehr erinnern. Ja, dem Datisep hat man nichts mehr gesagt, der wusste ja sowieso alles schon als Erster. Hatte ja als Vorsitzender des Innenausschusses einen guten Draht zum BKA. Ach ja, liebes BKA, als Pro-Tipp. Nächstes Mal, wenn ihr was gegen Koalitionspolitiker habt, reicht es einfach auf Twitter zu sagen. Nur lass es nicht den Siege machen, der hat seit dem Wahltag keinen einzigen Tweet mehr abgesetzt. Der telefoniert lieber. Ja. Kommen wir also zu den Nachrichten aus Europa. Ja. Gab es da überhaupt welche? Anscheinend nicht wirklich. Was gibt es denn schon zu berichten über ein Parlament, in dem Entscheidungen für 500 Millionen Menschen getroffen werden? Nee, also es gab nicht. Es gibt in Brüssel zwar 12.000 Lobbyisten, aber anscheinend nur 5 Reporter. Und das aus allen 28 Ländern zusammen. Ja gut, die CDU und die SPD sind in der Europapolitik ja auch nicht auszuscheiden und komplett austauschbar. Die einzigste interessante Frage scheint es zu sein, ob der Schulz-Martin oder der Juncker Jean-Claude als nächstes den Kommissionspräsidenten vorgeschlagen werden. Also für die Sozialisten vorgeschlagen ist er der Schulz-Martin, ne? Der Martin Schulz. Er will, dass Europa wieder mehr Deutsch geredet wird. Das ist das einzige Statement von ihm, was man kennt jetzt. Und überhaupt ist er bekannt dafür, für sein diplomatisches Geschick. Stets ist er bemüht, die richtigen Worte zu finden. Berlusconi hat ihn mal 2003 sogar für eine Filmrolle als Gestapo-Lagerkommandant vorgeschlagen. Und in Israel hat er mit seiner kurzen Rede neulich auch viele Freunde gemacht. Und der Jean-Claude, der Juncker als Kommissionspräsident, ist mir viel sympathischer. Der hatte neulich eine vorgezogene Neuwahl wegen einer Korruptionsaffäre in Luxemburg. Und er hat aber bei der Neuwahl hat angekündigt, dass, falls er die Wahlen verlieren sollte, nicht nach Europa gehen wird, sondern als einfacher Abgeordneter in Luxemburg bleiben wird. Zum Glück für den Luxemburger hat er die Parlamentswahlen gewonnen. Und kann nun als EU-Kommissionspräsident arbeiten, ohne sein Wort zu brechen. Und er ist auch sympathisch, er ist ein Freund direkter Worte. So kam das jetzt in den Protokollen über diese Affäre heraus, dass er so einem Geheimdienstchef gesagt hat, ich zitiere, ich schicke wo, wenn und wann ich will, hast du mich verstanden? Okay. Und neulich hat dieser Mann, in dessen Adern Sekt statt Blut fließt, der man ohne Sekt noch nie gesehen hat, er hat öffentlich erklärt, er habe gar kein Alkoholproblem. Der Harald Junke würde ihm beipflichten, der kannte sie da aus, er hatte auch nie eins. Und dann Prost. Ach ja, die Kommission. Ich bin ja so stolz auf unseren deutschen EU-Kommissarin, den Oettinger Güni. Der hatte sich bei der Abstimmung in der Kommission über die Zulassung von Genmais ganz mutig eine Stimme enthalten. Er ist nämlich dagegen, dass Genmais in deutschen Feldern eingeführt wird, wie auch über 80% der Deutschen und die SPD und die CDU und die CSU und der Horst und die Angie. Aber weil die Länder im Bundesrat wohl keine einheitliche Meinung dazu hatten, musste er sich entschieden enthalten. Und weil es diese Enthaltung gab, bekommen wir jetzt diesen Kunstcocktail. Ja, so funktioniert in deutscher Politik. Weiß es jemand eigentlich, welches Land nun gerne den Genmais hätte? Ich nicht. Stand in der Presse nicht. Stand nur nicht einheitliche Meinung.
Aber mit der Transparenz geht es doch noch nicht so hundertprozentig weit, sondern nur so weit. Also wird es also dringend Zeit, dass mehr Piraten in den Europaparlament einziehen und da mal der Kommission von innen gehörig einheizen. Ja. Und ich habe nicht mehr so lang. Ne? Wenn es erzählt mir einen Witz auch, ich möchte auch mitladen. Gut, wie gesagt, also wenn ich jetzt noch über internationale Bühne ein paar Worte verlieren darf. Ich möchte hier dem Steinmeier danken. Der Steinmeier ist sowas wie die ballistische Interkontinentalpaffada. 2008 war der Steinmeier nach Georgien geflogen, um dort zu vermitteln und hat dort flugs den Konflikt für beendet erklärt. Danach hat es Russland so gefreut, dass sie anschließend viele, viele laute Feuerwerkskörper abgeschossen haben. Und heute? Heute ist der Frank Walter wieder zur Vermittlung in ein Krisengebiet geflogen, nach Kiew, und hat nach einem Tag den Konflikt beendet. Das hat dann Putin so gefreut, dass er seine Truppen in die Krim zum Urlaub geschickt hat. Der Konflikt war ja beendet. Ne? Und ich hoffe, dass der Frank Walter demnächst auch mal bei einem Koalitionsstreit vermitteln wird. Da sehe ich eigentlich große Zukunft. Ja, dann gehen wir noch weiter, einen Schritt zurück. Noch weiter, Weltall. Letzte Woche hat die NASA bekannt gegeben, dass sich die Zahl der entdeckten Exoplaneten in einer Woche verdoppelt hat. Man geht mittlerweile aus, hochgeschätzt, dass es in der Milchstraße da eine Milliarde erdähnliche Planeten gibt, auf denen Leben möglich sein wird. Oder ist. Vom Zentrum der Milchstraße aus sind wir auf der Erde alle gar nicht voneinander zu unterscheiden. Es sieht sogar so aus, als ob wir alle in der gleichen Partei wären, in der CSU natürlich hier in Bayern, das ist das größte Unternehmen, nehmen. Wir sprechen alle die gleiche Sprache, nach Martin Schulz Deutsch, und wir trinken alle das gleiche Bier. Und in diesem Sinne müssen wir uns also mal gemeinsam, an die Probleme ranmachen, damit wir rechtzeitig den Einspruch zur Bauleitplanung für die intergalaktische Umgehungsstraße einreichen können, die seit ein paar Jahren auf Alpha Centauri ausliegt. In diesem Sinne, Prost! So, lieber Gregory, herzlichen Dank für den